Aber machen Sie mal eine Übung. Das ist aus der psychologischen Kriegsführung. Ich mache das jetzt mit Ihnen. Das tut nicht weh. Seien Sie einfach wachsam. Ich sage ein Wort und Sie produzieren ein Bild. Ich sage Banane. Sie müssen das schneller produzieren. Sie müssen sofort eine Banane im Kopf haben. Dann sage ich Stuhl. Polizist. Terrorist. Stopp. Behalten Sie das letzte Bild. Fragen Sie sich, ist das eine Frau von der RAF, 70er Jahre vielleicht? Ein Katholik, Nordirland, Irish Republican Army? Jemand von der ETA, Spanien? Oder Irgun, jüdische Terrororganisation, Palästina-Kampf? Wenn es das alles nicht war, vielleicht ein bärtiger Mohammed irgendwie? Ich frage jetzt nicht nach einem Handzeichen, weil wenn es das Letzte war, einfach wenn es das Letzte war, dann verbinden Sie Terrorismus mit Muslimen.